Oh oh. Stop. Genau das meine ich. Okay. I'm not your average. Okay. Haben wir hier irgendwie... irgendwas an... Nee, wir haben nichts an Chamäleon oder sowas. Damn it. Wie auch immer der Kollege uns gesehen hat. Schliepi schliep. Alright. Got it. Ich glaube, wir sind safe. Ich glaube, wir sind safe. Ist aber auf jeden Fall der bessere Weg, den wir hier genommen haben. Einfach, weil wir hier eben auch nicht das Problem haben, dass wir in irgendwelche Guards oder so reinlaufen könnten. Aber es ist interessant zu sehen, dass auch die Countess von Leowyn wirklich so ein Dungeon hat, in dem sie Argonians eben einfach quält. Interessante Sache, definitiv. Und wir vergelten natürlich Gleiches mit Gleichem. You take the life of an Argonian, I take your fucking jewelry, bitch. Yes. Sehr gut. Und safe we are. Geile Quest allerdings. Ziemlich intensiv vor allem. Love it. Ich dachte zuerst, die Kollegin, die wir da gesehen haben, die in ihr Gemach gegangen ist, also die Countess von Leowyn, dachte ich zuerst, es wäre die Kollegin, mit der wir geredet haben. Also die Bedienstete. Weil ich auch keine Ahnung hatte, wie viel Uhr es gerade momentan ist, aber war dann doch die richtige. Ah, sorry, Verpeilung. The deed is done. Ah, goddammit. The deed is done. Und ich hoffe, ich kriege ordentlich Bezahlung dafür, weil das war... Weil das war nicht wirklich leicht. Just saying. So, warte mal wieder eine Runde, bis hier wieder geöffnet ist. Anscheinend verweilt die Kollegin da drinnen. Ja, ganz offensichtlich. Why does the prey approach me? Does the hunter have this one's ring? Ja, aber natürlich. I must say tried to sell it back. Ja. My ring. Oh, thanks to the claws of the clan mother. You have recovered it. Moment. Das können wir ja noch sagen. Why does... Mal gucken, wie sie reagiert. Amusei tried to sell it to Alicia Caro. Ach, stupid lizard. Adarji uses the ring much more wisely. I use it to collect and sell information. That ring can be used to read private messages the Count writes. Mhm. Get me that ring. Ja, wissen wir ja. My ring. Oh, thanks to... Is that slimy Argonian dead? Did he suffer long? I hope so. You have earned the reward. The Thieves Guild was always good to Adarji's dearest mate. I am grateful that the memory is still honored. Na sicher doch. 200 Gold dafür? Okay. Oh mein. Lass mal sehen, was du... Show you some new things. Light Armor. Kostet 460. Ja, ist klar. Ist klar. Swift Hunting. Das kriegen wir schon selbst hin, da mache ich mir in dem Fall keine Sorgen. Ups. Nochmal kurz ein Autosave. Why does the... Also ein Quick Load. So, geben wir nochmal die Informationen. So. Okay. Swift Hunting. Ja. Fuck. Jokes on me, wir sind natürlich over in Combat, ganz vergessen.
Na gut. So, dann machen wir natürlich jetzt nur das einzig Richtige, nämlich werden wir da ein paar Sachen fencen. Und dann sehen wir uns wieder bei... ja, logisch, für die Thieves Guild natürlich gleich wieder. Bei... Wer ist die Kollegin? Scriver, genau. Fine wares. So, ich bin nochmal in der Imperial City, genau genommen bei der Mages Guild. Und es gibt hier noch ein, zwei Sachen, die ich mir mit holen will. Ich weiß nicht, ob das Gold allerdings dafür reicht, das werden wir gleich sehen. Einmal Ghost Walk, damit wir Invincibility haben. Und dann auf Gold. Auf Fit. Ach so, ich da. Never mind. Okay, dauert doch ein bisschen, kostet doch ein bisschen viel, aber die zwei Sachen, die wir brauchen, ist Immobilize, was Paralyze ist. Und das andere, Mute ist auch ganz geil eigentlich. Okay. Okay. Ghost Walk natürlich, also Ghost Walk und Immobilize definitiv. Bound Blunt Weapon wäre halt extrem geil, wenn wir das irgendwie bekommen, aber 15 Sekunden ist nicht wirklich viel, davon mal abgesehen. Aber wenn wir noch ein Bound Sword können wir uns holen. Ich weiß nicht, ob wir nur Bound Sword brauchen, um auch Bound, die ganzen anderen Bound Sachen letzten Endes zu bekommen. Das wäre eine gute Sache. Muss ich nochmal nachschauen, ob dem so ist. Aber da können wir dann eben damit ganz einfach, ja, uns das als... Ist ein bisschen Late Game natürlich, aber dass wir das als Enchantment machen und dann permanent, zum Beispiel permanente Blunt Weapon daneben haben. Wäre eine Sache, wenn eine Überlegung wert, werden wir sehen, wie das Ganze allerdings funktioniert, weil da bin ich mir noch ein bisschen unsicher und das wird noch ein bisschen dauern, bis wir soweit sind. Oh, Imperial Legion Battle Mage. Sieht interessant aus, der Kollege. Ah, na gut. Aber okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Gold, um da letzten Endes das abzuschließen. Das heißt, wir gehen wieder Richtung Braville. Oder um davon Gebrauch zu machen, besser gesagt. Und gehen zu unserem... Jetzt werden sie langsam auch unfreundlich hier. Zu unserer guten Freundin Scriver. Wenn das ihr Name ist, ich glaube ja. Ja. You have returned. Oh, aber hallo. Good work. You are truly an asset to the guild. I will make sure the Grey Fox himself hears about this. Ooh. I am promoting you to Prowler. Wow. Congratulations. Nice. I have a small problem that you may be able to help with. Oh, God. The guild will even pay a reward. That buffoon, Hieronymus Fox, has invaded the Imperial City waterfront. Imperial watch guards from all over the city prowl the streets. How bad is it? Hieronymus Lex has vowed not to leave until the Grey Fox is in custody. The fox is safe. But the Thieves Guild cannot do business like this. Hmm. The poor of the waterfront are kindred to the Grey Fox and will not betray him. However, cubs soon get hungry. Hmm. Soon someone will break. Many guild members could be jailed. Find Methradil in the Imperial City. She is coordinating the guild's response. Ich finde die Thieves Guild so genial. Es macht super. Okay. Shadow Hide the Hunter. Hieronymus Lex hat auf jeden Fall eine Mission. Er ist extrem, extrem geil auf den Grey Fox. Und die Idee natürlich, die Armen quasi, es ist die einzige Möglichkeit, die er quasi momentan hat. Das ist, also ja. Genau, dich wollte ich. Perfekt. Schauen wir mal, ob das jetzt reicht. Immobilized, 20.000. Ghostwalk war es, 14.000. Okay. Müssen wir noch ein bisschen sparen, aber okay. Aber ja, quasi die Armen eben aushungern zu lassen, bis irgendeiner von denen redet, ist nämlich, ist somit die einzige Möglichkeit, die er hat. Logisch. Ist ein bisschen scummy, aber wie gesagt, das macht auf jeden Fall Sinn. Das wird funktionieren, denke ich mal. Wie sie eben gesagt hat, irgendwann werden die hungrig und dann ist es ein Problem. I want to remain there until someone rats out the Grey Fox. If I want to help, I have to find Methradil. She's heading somewhere in the Imperial City. Ah ja, okay, Methradil, alles klar. Okay. Dann schauen wir mal. Also das letzte Mal hat sie uns gefunden. Moment, ich habe eine Idee. Tamriel of Tamriel. What are all those strange creatures in the garden? Was?
Thamriel of Thamriel. Good day. No comment. Meine Idee wäre eigentlich, also wir haben jetzt hier ein Waymarker im City Palace, weil ich dachte, dass wir da eventuell, Bagger haben. Das erklärt zumindest, warum da so viele Waymarker letzten Endes sind. Aber, okay, na, Moment. Ich glaube, die beste Idee oder die beste Möglichkeit, sie zu finden, ist, wenn wir ein paar Bagger fragen. Wie gesagt, letztes Mal ist sie uns hier entgegengekommen. Aber die sind halt echt hier, die sind echt heiß hier. Ah, mittlerweile können wir hier auch einfach reingehen. Wir können Level aufsteigen. Natürlich. Fast vergessen. Damn Watchman. Ah, okay, mittlerweile wohnt hier jemand anderes. Ich mach's mir trotzdem mal kurz bequem. Und ich hab mal ein bisschen, denn da müssten eigentlich die ganzen Bagger auch wieder am Steezy sein. So, Strength. Das. Obwohl, nee, wir nehmen Agility und wir nehmen Personality. Denn da hapert's momentan ein bisschen. Okay. Die Hälfte vom nächsten Level haben wir auch schon. Wir sind Level 6. Ich habe noch ein Level, dann können wir sogar Shrine of Nocturnal war es, glaube ich, machen. Also für den Skellington Key. Entweder das oder... Jesus Christ. Wow. You look like one of the low lives that infest this place. Danke. The fuck? Move along. Ich sag nichts. Good day. Please join me. The Nibbane Basin grades from rolling farmland by the Bagger. Ich sehe ja keine Bagger, what the fuck? Das ist auf jeden Fall wieder ein Watchman. Die rennen hier rum, als ob der Himmel gleich einstürzt. Und alle haben nur ein Wort, und das ist Grey Fox. Okay, sind zwei Wörter, nevermind. Wir haben hier keine Bagger mehr. Anscheinend haben sie die ganzen Bagger hier rausgeekelt. Gibt's gar nicht. Er ist kein Bagger. Hier. Mithrilda. 15 Goldcoins. She's hiding in Denari Amnesis' house in the Talus Plaza district. She's one of the few that escaped when Lex invaded the waterfront. Irgendwas stimmt mit der Audio in diesem Game gerade nicht. Okay, dankeschön. Talos Plaza District. Ich bin auf jeden Fall stolz auf diesen Silver Hammer. Wir haben ja den normalen Hammer vorher gehabt. Der hat nicht wirklich viel Damage gemacht allerdings, aber bin mir sicher, dass der ganz gut funktionieren wird. Moment, in welchem? Wir haben doch gerade die Information bekommen. Warum habe ich kein Update bekommen? Moment. Das ist gerade schwer zu deuten vom Waymarker her. Moment. Ah, gut. Ja, das erklärt einiges. Jo. Oh, ich dachte gerade schon. Hallöchen. It's good to see you. Oh yeah. Waterfront invasion. These are foul times for us. Armand is under house arrest again. Our business in the waterfront is totally shut down. We need to get Hieronymus Lex to lift his siege. I have put together a plan. Jetzt bin ich mal gespannt. You and four other operatives will stage high-profile thefts all at the same time. Hopefully that okay. Will force Lex to reassign the watchman. Gute Idee. Your target is the Arcane University. Ach du Scheiße. We've had our eye on Rormir's staff for some time, but have been waiting for the wizards to be distracted. This is the perfect time. Will you help us? Das ist interessant, weil ich gerade erst in
Langsam ist das Game echt scary, weil wir gerade eben erst in der Arcane University waren. Okay. I knew the Grey Fox could count on you. The staff is in the Archmage's room. He sleeps between 1 and 7 in the morning. Ich glaube. Take this note. Leave it in his nightstand. Bring me the staff when you get it. Ich stehe da drauf, it's just a prank, bro. Ich glaube, das kann man sich auch vereinfachen, wenn man die Mages Guild Quest macht, weil man irgendwann, glaube ich, Zugang zum Archmage Quarter hat oder irgendwann später sogar selbst Archmage ist. Das heißt, dass man sich selber beklaut, mehr oder weniger, zu einem gewissen Grad. Oder man kriegt den Staff, wenn man Archmage wird, und kann ihn dann einfach hier abgeben. Also ich denke, irgendwie so könnte das bestimmt funktionieren. Okay, na, Moment. Dachte, sie wäre auch ein Mitglied von der Thieves Guild, könnte sein. Ansonsten würde das keinen Sinn machen, dass sie Methrodell da in dem Fall beherbergt, obwohl sie normalerweise gerade gesucht wird. Egal. Naja, gesucht nicht, aber zumindest... Ihr wisst schon, was ich meine. So. Das kann ja was werden. Ich glaube nicht... Au. Ja, wir haben das Problem, wenn ich mich gerade recht entsinne, dass wir haben es ja auch gerade eben noch gesehen, oder im letzten Part, je nachdem, wie ich das Ganze jetzt zusammenschnibbel, dass in der Arcane University immer zwei Leute sind, die mehr oder weniger den Weg zum Archmage in Anführungsstrichen bewachen, zumindest lungern die ganze Zeit darum. Das macht das Ganze ein bisschen schwerer, das Ganze zu lockpicken. Aber wir haben ja schon mal eine ähnliche Situation gehabt hier in der Imperial City, in der wir in diese Kaserne gegangen sind, in Anführungsstrichen Kaserne, und da ebenfalls ein paar Lockpick-Attempts gemacht haben und das ebenfalls funktioniert hat, als wäre dieses Diary da irgendwie... Ich meine, nicht die, ne, als wir reingekommen sind in die Thieves Guild, sondern als wir dieses bestimmte Dokument eben klauen mussten. Da war es ja auch so, dass wir da mehrere Guards hatten, die uns da beschattet haben. Das heißt, es ist nicht das erste Mal, dass wir hier... Dass die Odds gegen uns stehen, die Kollegen meine ich hier. Drei Stück, normalerweise sind es zwei. Ich schaue einfach mal, was passiert. Achso. Na gut. Ja, das haben wir klar. Ja. Wait. What? Okay. Das war extrem leicht. Ja, noch ein bisschen was mit, wenn wir schon auf dem Weg sind. Okay, take. Stop, thief! You won't get away with this! Ups. Ach stimmt, wir sind ja auch Mitglied der Thieves Guild, ne? Stimmt. Lots of big weapons there. Herbal always... By the nine divines, can't a woman get a moment to herself? Ja, ja, ist ja gut. Meine Herren. Okay. Oh, okay, very hard, never mind. Okay, habe ich Bounty? Weil sie uns gerade gesehen hat? Nee, okay, gut. I'm out. Puh. Das war überraschend leicht. Okay. Alles klar. Ich habe mir jetzt gerade Sorgen gemacht, dachte so, okay, ich mache das in der nächsten Session, aber pff, easy money, easy money. Blessing. Done it. Glad you're here.
Moment, was macht das Ding eigentlich? Lass mal sehen. Frost Damage 10 Points, Light in... Chameleon 1% for 30 seconds on target. Okay, das ist ein bisschen Trash, aber okay. Aber ich meine, das ist 1%. Aber Light 15 feet for 30 seconds on target. Was gut ist, weil wir dann direkt sehen, wo der Kollege ist, wenn der Light-Effekt um ihn herum ist und natürlich Frost Damage, logisch. Gar nicht schlecht eigentlich. Shadow Hide, I'm glad. Yo, bam. You have the ice staff? Oh, hell yeah. Yeah. Excellent. Yours is the last item on the list. Now we just wait for the powers that be to pull the plug on Hieronymus Lex's siege. Money? What do we do while we wait? Good question. I want you to spy on Hieronymus Lex. Make sure you stay close enough to overhear any conversations. Ooh, I like it. I like Sooner it. Sooner or later, they will order him to return the guards to their original posts. When that happens, come and tell me. I love it. Shadowhide. I love it. Okay. Wir wissen, er ist in der Waterfront. Also schauen wir mal, ob wir da ein paar Informationen bekommen. Alright. Ob wir ein paar Informationen bekommen. Ich glaube, der Kollege lungert weiterhin hier rum. Guards sind weiterhin extrem busy. Hier! Ich glaube, das ist alles, was er den ganzen Tag hört, ehrlich gesagt. Schauen wir mal. To watch Jackson and his orders to leave the waterfront, I have to make sure I get close enough to hear to him to overhear any conversations. When he does, I report back to Methrodell. Okay. Machen wir das doch einfach mal.